schön, dass ihr wieder da seid bei einem neuen Video von mir. An alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sandra. Ich bin gerade auf einem Heilungsweg nach einem ziemlich miesen Rückfall meiner Essstörung. Und alle, die mich schon kennen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird es ein ziemlich kurzes Video, denke ich. Schauen wir mal. Es ist nämlich der Geburtstag von meiner Mutti. Das heißt, die Gäste kommen gleich. Es wird Kaffee und Kuchen geben. Wir werden nachher essen gehen. Und ich habe nichts davon selber gebacken. Ich habe nichts davon selbst gemacht. Ich werde nichts selbst kochen und ich schaue einfach mal, was passiert. Es wird gleich noch eine Torte gebracht, die kenne ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall was zu essen geben. Und wir schauen mal. Ich nehme euch einfach mit und ihr seht dann schon, was es geben wird. Essen, Trinken, Kuchen, Kaffee. Und draußen scheint die Sonne und es ist Ostern und deswegen... Das ist einfach der ideale Zeitpunkt für ein neues Video. Also, ich nehme euch einfach mit. Bis gleich. Ihr seht ja schon mal unser kleines Kuchenbuffet zum Kaffee trinken. Der Quarkkuchen war von meiner Mutti selbst gebacken. Der Bienenstich und die Eierschicke, die waren gekauft. Und hier natürlich die Hauptattraktion, dass die selbstgemachte Geburtstagstorte von meiner Tante für meine Mutti. Wirklich wunderschön. Und für mich gab es ein Stück Quarkkuchen mit Zuckerblümchen und noch ein Stück Eierschicke dazu. Und zum Abendessen sind wir dann ins Restaurant gegangen. Das war wirklich wunderschön gelegt, das auf jeden Fall. Das ist der Ausblick von oben, vom Berg aus, direkt von der Terrasse. Wir haben dort Fotos gemacht und hier seht ihr die kleine reduzierte Speisekarte. Für mich war es tatsächlich echt ein bisschen schwierig, was zu finden, das gebe ich zu. Das war dann doch nicht ganz so entspannt wie gehofft. Aber ich habe mir dann Hähnchenbrust machen lassen und was zusammenstellen dürfen. So, Abendessen auch geschafft. Abendessen im Restaurant. Es gab eine kleinere Karte als regulär. Natürlich, wenn die für 16 Personen kochen müssen, dann ist natürlich eine kleinere Karte. Wäre auch okay gewesen. Ich habe auch was gefunden, aber nur mit Ausnahmen. Und das größte Problem war, dass ich mir so ein Problem gemacht habe und das... ich mir so einen Stress gemacht habe, weil ich wollte eigentlich keine Ausnahme. Aber irgendwie ging das gerade echt nicht. Naja, jetzt habe ich noch extra ein Hähnchen bekommen. Und das war dann auch in Ordnung. Aber wie gesagt, das größte Problem habe ich mir wohl selber gemacht. Hätte ich einfach gesagt, ich mache das jetzt so, wäre es völlig in Ordnung gewesen. Aber ich selber mache mich halt so wahnsinnig fertig, dadurch, dass ich eigentlich keine Ausnahme nehmen möchte. Naja, jetzt habe ich eine bekommen. Ist in Ordnung. Alle soweit in Ordnung, soweit zufrieden, nur ich selber nicht. Egal, geschafft. Hier seht ihr nochmal einen Blick nach oben zur Parkwarte, zum Restaurant. Einfach im leichten Abenddämmer war das wirklich wunderschön. Und hier nochmal ein Blick in die Gaststube, traditionell eingerichtet und dekoriert mit ziemlich viel Bergbau. Und das war der Tag. Und abends gab es dann noch ein Stück Eierschicke und ein bisschen Obst zum Nachtisch.